Hey Dennis, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informantenshow 488 am 14. November. Wir sprechen über Bitcoin.de, die eine Banklizenz nun haben, über Japans größte Bank, die bei Ripple mit dabei ist, und über Jihan Wu, den Bitmain CEO. Wir beginnen mit dem Preis. Unser Stablecoin Bitcoin hat ein bisschen was verloren, 6.292, also es tut sich echt sehr wenig beim Bitcoin. Aber nichtsdestotrotz, die News und was im Hintergrund passiert, das ist massiv. In Deutschland haben wir ja Bitcoin.de und die wollen jetzt mehr als ein Marktplatz sein. Ja. Der Branchenprimus hat eine Bank gekauft, ja, und es werden weitere Produkte in der Kryptoszene folgen. Ja, und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Bitcoin.de übernimmt 100% der Frankfurter Wertpapierhandelsbank Tremel. Ja? Und der Kaufpreis liege im unteren siebenstelligen Euro-Bereich. So sind die Infos. Und ja, Tremel Bank ist ein kleines Institut, 1983 als Börsenmakler gegründet, hat eine deutsche Banklizenz als Wertpapierdienstleister und die Herforder Bitcoin.de-Jungs können jetzt drauf zugreifen. Ja, und der Geschäftsführer Marco Bodewein sagt, so wird es uns gelingen, die Unternehmensentwicklung der Bitcoin Group auf ein neues Level zu heben. Der Deal wird abgeschlossen sein im ersten Halbjahr 2019. Ja, die Aufsicht muss noch zustimmen. Ja. Das Ganze kam jetzt nicht überraschend. Die Jungs aus Herford haben ja schon erklärt, ja, 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an einer regulierten Bank mit Sitz in Deutschland kaufen zu wollen oder anzustreben, haben 50% am regulierten Anlagevermittler Sineos aus dem niedersächsischen Melle auch übernommen. Und ja, jetzt geht es weiter. Also sehr gute Nachrichten. Und ja, es ist natürlich dann möglich, eigene Produkte in Verbindung mit Kryptowährungen zu emittieren, Eigenhandel durchzuführen und ganz wichtig vor allem auch Geldautomaten aufzustellen. So teilt das Unternehmen mit. Ja, und das könnte mega, mega spannend werden. Ja, die Tochter Bitcoin.de soll zu einer vollumfänglichen Kryptobörse mit einer größeren Palette an Angeboten ausgebaut werden. Ja, dazu zählt auch das Einlagengeschäft. Ja. International spielt Bitcoin.de keine Rolle. In Deutschland dominiert sie den Markt. Und bisher kann man auf Bitcoin.de ja, es ist im Endeffekt so eine Art Marktplatz, ja, wo Bitcoin.de als Vermittler agiert und letztendlich die Käufe und Verkäufer zusammenbringt und das Ganze überwacht. Seit 5 Jahren ist auch die Fido Bank ja das Bankinstitut, was mit den Jungs zusammenarbeitet. Und ja, die Jungs machen sich jetzt quasi unabhängig damit, mit der Tremel Bank von der Fido. Und ja, das ist ziemlich cool. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Vorstöße von der Stuttgarter Börse gesehen, die einen Kryptowährungshandelsplatz namens Bison an den Start gebracht haben. Oder ist das schon live? Ne, ich glaube noch nicht, oder? Und ja, andere Wettbewerber werden folgen. Also Bitcoin.de spielt jetzt hier in der oberen Liga demnächst mit. Und die, ja, sind ja schon viele Jahre am Markt, kennen sich mit den Hochs und Tiefs dieser Branche aus, haben über 750.000 Nutzer, haben sich einen guten Ruf erarbeitet. Und ja, da können wir auf jeden Fall in Zukunft viele, viele neue, interessante Produkte dann erwarten. Und ja, mit dem Kauf der Tremel Bank, ja, geht die Vision jetzt ein Stück näher zum Big Player hier am Markt zu werden. Ja, ich bin gespannt, was da weiter passiert. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gucken wir nach Japan. Japans größte Bank, die MUFG und die brasilianische Banco Bradesco. Ja, die werden mit einem grenzüberschreitenden Zahlungsdienst auf Basis der Ripple-Technologie zusammenarbeiten. Und ja, die beiden Banken haben jetzt ein Memorandum unterzeichnet, in dem sie die gemeinsame Entwicklung des Systems sich geeinigt haben darauf. Und ja, das wird ja auch hier, ich denke mal, dieses ganze Ripple-Ökosystem weiter nach vorne bringen. Und die MUFG-Bank sagte 2017, ja, dass sie sich der Ripple-Interbankengruppe anschließen werde und das damit im Endeffekt das Zahlungsnetzwerk von Ripple erweitern. Ja. Die Technologie von Ripple, die wird zunehmend im Bankensektor getestet. Ja, einige haben natürlich da Bedenken der Zentralisierung. Ich glaube, den Banken ist das völlig egal, wenn sie hier ein funktionierendes Produkt haben. Und zwei weitere Big Player, die MUFG und die Banco Bradesco, sind jetzt hier am Start, haben ihr Vertrauen in Ripple gesetzt. Und jede weitere Partnerschaft ist ganz klar wichtig für Ripple, ja, da es natürlich den Bekanntheitsgrad fördert und natürlich auch das Vertrauen weiter nach oben bringt. Ja.
Ripple schafft es wirklich, ja, im Bankensektor sich als, ja, der Go-To-Player zu etablieren, obwohl auch der Kurs natürlich wie alle anderen Kurse dieses Jahr extrem gelitten haben. Aber für die Infrastruktur von Ripple war es letztendlich ein, ja, sehr erfolgreiches Jahr, haben viele Partnerschaften an Land gezogen, vor allem auch im asiatischen Raum. Und ich denke, dass Ripple, ja, im nächsten Bullrun auch einen guten Aufwind bekommen wird, wobei natürlich die Währung nicht immer mit dem, was sie hier mit den Banken machen, zusammenhängt. Aber nichtsdestotrotz, ja, wird an der Infrastruktur hier ziemlich schnell geschraubt, dass es weiter sich, ja, nach vorne bringt. Gucken wir mal, was in China passiert. Bitmain-Mitbegründer Jihan Wu soll nicht länger über Entscheidungsbefugnis im Unternehmen verfügen, so sagt das chinesische Portal Sanyan. Gestern haben sie darüber berichtet und ein Anwalt von Bitnames hat gesagt, kam zu einer Umstrukturierung im Vorstand, so dass Jihan Wu nun vom Direktor zum Aufsichtsratmitglied heruntergestuft wurde. Nach seinem Positionswechsel hat er keine Stimmrechte mehr. Ja, also sein Einfluss ist kleiner geworden, hat keine Entscheidungsbefugnis mehr über die Unternehmensführung. Und ja, das kommt jetzt 3 Monate vor dem geplanten Börsengang, wo Bitmain eine Bewertung von 18 Milliarden Dollar erhalten hat. Die finanzielle Situation von Bitmain wird ja kontrovers diskutiert, da Bitmain große Reserven an Bitcoin Cash hat. Jetzt haben wir morgen den Hard Fork. Ja, aber nichtsdestotrotz, Jihan Wu besitzt weiterhin 25,25% an Bitmain und haben auch neue Miner rausgebracht. Also es gibt sehr, sehr viele Gerüchte darum. Fakt ist, so eine Umstrukturierung laut diesen Infos ist ganz normal vor einem Börsengang, um einfach auch das Vertrauen zu stärken, sagen einige Stimmen. Wie das Ganze jetzt stärkt, verstehe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, die werden schon wissen, was sie machen. Und ja, jetzt geht es in die heiße Phase. Morgen ist der Bitcoin Cash Hard Fork. Und wenn wir uns mal angucken, wer die letzten Blöcke gemeint hat. Heute zum Beispiel eine unglaublich heftige Dominanz vom Bitcoin SV. Ja, CoinGeek hat heute 45% der Blöcke gemeint, SV Pool 16%, der BMG Pool 10%. Also die sind hier, wo es aussieht, über 70%. Ja, weit über 70% der Blocks am Minen. Und ja, mal gucken, was der Hash War letztendlich mit sich bringt. Wenn wir mal auf Poloniex gucken, da haben wir ja gesehen, dass Bitcoin SV extrem zugelegt hat. Also Bitcoin SV kann man ja auf Poloniex, ich glaube auf einer anderen Börse auch schon handeln. Der stand bei 55 Dollar, jetzt ist er bei über 120 Dollar, also mehr als verdoppelt. Bitcoin ABC hat auch dort verloren. Wird heute nochmal ein sehr spannender Tag und ich bin gespannt, was sich mit dem Hardfork da ergibt. Wir haben auch gesehen, dass die Bitcoin-Hash-Rate runtergegangen ist, also einige ziehen vielleicht ja ihr Mining vom Bitcoin ab und ja, gehen halt rüber zu Bitcoin Cash. Sehr, sehr spannend, was gerade hier abgeht. Gucken wir auf den Markt. Der Bitcoin leuchtet rot. Die Marktkapitalisierung ist weiter runter bei 209 Milliarden. Trading-Volumen 12,8 Milliarden. Bitcoin-Dominance weiter bei 52%. In den Top 10 ist alles rot, bis auf Bitcoin Cash mit 2% im Plus, steht bei 519 Dollar. Ja, sonst tut sich nicht so viel. NEM hat ja gestern gut zugelegt, heute wieder knapp 10% verloren. Ja, also so ist es, geht hoch und es geht runter. Top-Gewinner ist Zerine Labs Token mit 18,2%. Top-Verlierer ist WAX mit 14,6%. Also es geht hoch, es geht runter. Morgen wird es spannend in der Bitcoin Cash Welt und mal gucken, wie der Markt da drauf reagiert, was hier passiert. Ja, ich bin gespannt. Also Leute, das war's von mir. Ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like auf YouTube. Lasst mir ein Upvote auf Steemit da und kommentiert auch auf Steemit, denn für das Liken eurer Kommentare auf Steemit, ja, verdient ihr die Kryptowährung Steem. Ziemlich coole Sache. Eine meiner Lieblings-Social-Media-Plattformen auf der Blockchain. Und ja, damit sehen wir uns dann morgen wieder. Und ich sage wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!